Ja, guten Tag, Herr Oberbürgermeister Lewe. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen im Namen des Familienforums hier zu unserem heutigen kleinen Gespräch, Interview in dieser wunderschönen Natur. Tolles Wetter, toller Spielplatz, tolles Bennohaus. Wunderbar, so wie sich das für Münster gehört. Und unsere Themen sind heute familienpolitische Themen. Wir wollen gleich einsteigen in den Bereich der Tagespflege. Wir haben laut Kinderbildungsgesetz eine Gleichwertigkeit von Kindertagespflege und Kindergärten. Wie sehen Sie diese Gleichwertigkeit? Sehen Sie diese Gleichwertigkeit in den münsterischen Einrichtungen im Vergleich eben Kindertagespflege, Kindergarten? Ich sehe die schon. Es ist natürlich auch die Wahl der Eltern, wo sie ihre Kinder zur Betreuung hinschicken. Ich bin sehr erfreut darüber, dass wir eine sehr ausgeprägte Tagespflegestruktur haben. Wir haben ein breit gefächertes Betreuungsangebot und immerhin betreuen die Tagesmütter rund 1250 Kinder und von denen sind 1100 unter 3 Jahren. Das ist etwas, was ich immer sehr gern sehe und was vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so oft sichtbar wird, denn häufig sprechen wir über die Tageseinrichtung für Kinder, wo auch eine Menge geleistet wird und wo auch hervorragende Angebote da sind. Aber wir würden die Herausforderung, die wir als Stadt haben, als wachsende Stadt haben, die auch dem Anspruch Genüge tut, dem Rechtsanspruch für U3-Betreuung gerecht zu werden und natürlich auch immer auch ein Bildungsangebot für Kinder vorzunehmen, schon im Vorschulalter, dem würden wir nicht gerecht werden, wenn wir eben nicht auch dieses umfassende Angebot der Tagesmütter haben. Ich finde, sie brauchen auch noch mehr Anerkennung, auch in der öffentlichen Wahrnehmung mindestens. Sie sprechen darauf an, es gibt eine Drittelung, ein Drittel der Betreuung soll über die Kindertagespflege stattfinden bei den U3-Kindern. Zwei Drittel gehen auf die Kindergärten. Das sind die reinen Zahlen, da sind wir in Münster mit einer relativen Punktlandung super ungefähr, da. Ja, genau. Und ja, wir haben 14% zu 30%. Ja. Wie sieht es ansonsten von der Qualität her aus, von der Ausstattung in der Tagespflege? Also kann Tagespflege mithalten mit den Kindergärten? Sie muss mithalten. Und deshalb sprach ich auch gerade davon, dass die Arbeit, die dort geleistet wird, auch eine entsprechende Anerkennung bekommt. Denn das, was dort auch an Qualifikation da ist, muss ja auch gleichwertig sein und viele von den Tagesmüttern werden aus meiner Sicht auch im Hinblick auf die Qualität, die dort geleistet wird, gar nicht hinreichend wahrgenommen. Und von daher, ich glaube, dass es das gibt, dass aber auch die Tageseinrichtungen in den letzten Jahren kräftig nachgezogen haben, auch was die Qualität angeht, was die räumlichen Angebote angeht. Aber ich sag mal so, in den Tageseinrichtungen für Kinder gibt es eben räumlich hervorragende Ausstattung. Das ist manchmal bei den Tagesmüttern vielleicht nicht so umfangreich. Aber was bei den Tagesmüttern natürlich ist, sie können sich natürlich möglicherweise noch individueller um die Belange des einzelnen Kindes kümmern, was da ist. Also so gleichen sich die verschiedenen Vor- und Nachteile auch aus. Beim Thema Anerkennung des Berufsstandes durch die Bevölkerung sind wir auch im Prinzip bei dem aktuellen Thema Kita-Streik. Eine neue Streikwelle, zumindest eine Streikphase, steht uns ab Mitte Oktober wahrscheinlich bevor. Hoffentlich nicht, also wir drücken auch alle die Daumen, selbstverständlich. Das ist also für die Eltern jetzt momentan schon eine Zumutung gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Momentan sieht es nicht so aus, als ich hoffe, dass es einen guten Kompromiss gibt. Sollte er bis dahin sein. Es ist ein Auftrag an die Stadt, an die Verwaltung gegangen, ans Jugendamt, dass die ein Notfallprogramm darstellen. Wie stellen Sie sich diese Art Notfallprogramm da und wie denken Sie, dass die Eltern sinnvollerweise mitgenommen werden von der Verwaltung, die ja einen Betreuungsauftrag nach wie vor hat? Also erstmal ist für mich der wichtigste Punkt, dass die Arbeit, die die Erzieherinnen und auch Erzieher in den Tageseinrichtungen für Kinder leisten, auch eine entsprechende gesellschaftliche Anerkennung erfährt. Ich bin bewusst in den letzten Wochen häufiger in Tageseinrichtungen für Kinder gewesen. Ich war neulich mal einen halben Tag lang in einer Kita und habe dort hospitiert, um einfach mal die Dinge unmittelbar wahrzunehmen, den Betrieb der Tageseinrichtung wahrzunehmen. Und wenn man die Vielschichtigkeit der Aufgaben nimmt, wenn man das Bildungsangebot nimmt, aber auch die Bildungsnachfrage nimmt, die auch die Eltern haben, dann ist das eine großartige Arbeit, die geleistet wird. Und es kommt natürlich auch noch der besondere Bereich der U3-Betreuung hinzu, der eben auch einer besonderen Betrachtung bedarf. Die Belastung für die Kolleginnen und Kollegen in den Tageseinrichtungen für Kinder ist sehr groß. Es geht auch meines Erachtens nicht nur um die Frage
der gesellschaftlichen Anerkennung, es geht auch um eine finanzielle Anerkennung, aber es geht auch darum, sich nochmal genauer damit zu befassen, wie können wir eigentlich Angebote in den Tageseinrichtungen für Kinder so schaffen, dass die Belastung sich etwas reduziert. Ich glaube, dass man mittelfristig nur dann auch eine Lösung, eine entlastende Lösung herstellen kann, wenn man die Betreuungsschlüssel verändert, also zugunsten der Kinder verändert. Der Zuspruch in der Bevölkerung, das Befürworten eben dieser Anerkennung ist ja da. Was ja nicht da ist, ist dieses Verständnis dafür, dass eben gestreikt wird und dass eben dieses Recht auf diesem Wege verfolgt wird von den Erziehern. Die Eltern wollen da Lösungen haben in Sachen Betreuung. Und insofern wird da zunächst mal ja das Augenmerk tatsächlich auf diese Notfallbetreuung im Streikfalle gelegt. Also wie gesagt, erstes muss sein, den Streik zu vermeiden. Ich glaube, dass der Streik jetzt schon eine Menge bewirkt hat. Der Beruf der Erzieherinnen und Erzieher ist weiter in den Fokus gekommen. Ich habe selber noch in der letzten Streikphase die Regelung treffen lassen, dass Eltern gegebenenfalls selber Räumlichkeiten der Tageseinrichtungen für Kinder mitnutzen können und sozusagen eine Art Notbetreuung vornehmen. Das ist nicht immer ganz einfach, weil man ja auch Haftungsfragen klären muss, rechtliche Fragen klären muss. Aber es muss natürlich alles unternommen werden, dass diese Zeiten überwunden werden. Ich finde, der Schwerpunkt des Handelns muss in der Tat in der Streikvermeidung liegen. Und deshalb hoffe ich, dass wir da klarkommen. Und vor allen Dingen auch, wenn es zu Streiks kommt, dass dann auch den Eltern die entsprechenden Beiträge angemessen erstattet werden und nicht einfach einbehalten werden, was ja auch einige wollten. Können Sie jetzt schon sagen, ob die Kindertageseinrichtungen für Eltern zur Verfügung stehen, dass die Kinder dort betreut werden können? Wir haben also es da definitiv eine Zusage der Stadt mal prüfen lassen an der einen oder anderen Stelle. Und wenn es haftungsrechtlich kein Problem ist, dann sollte man das so tun. Im Bereich der Schulen ist es ja ebenfalls so, dass einige Erzieher sich an dem Streik beteiligt haben und dass es dort nicht so aufgefallen ist wie eben in den Kindertagesstätten, in den Kindergärten, weil Stunden aufgefangen wurden, unter anderem durch die Lehrer. Hier auch die Frage der offenen Ganztag. Wenn Sie sich jetzt einmal in die Situation eines Schülers versetzen oder selbst nochmal zurückdenken als Schüler, wie würden Sie sich so einen Tag im offenen Ganztag vorstellen? Ganz bewusst aus Sicht eines 7- oder 8-Jährigen. Also ich glaube, dass es darauf ankommt, eine Mischung herzustellen zwischen einem pädagogischen Programm, aber auch einer vernünftigen Freizeitnutzung. Und wir haben ja festgestellt, dass in den letzten Jahren sich die Verhältnisse total verändert haben. Ich glaube, wir beide waren sicherlich noch in einer Situation. War das nicht die richtige Frage? Oder? Doch, aber ist das der Ansatz eines Achtjährigen, dass man sagt, es ist eine Kombination aus Pädagogik und. Nein, ich wollte also nochmal. Was will ich als Kind? Ich will natürlich ein bisschen Spaß haben, will ein bisschen Freude haben an dem Programm. Weil man will natürlich nicht den ganzen Tag verschult sein, sondern man möchte auch Freizeit, also so würde ich mir das als Achtjähriger vorstellen, weil ich als Achtjähriger natürlich keine Ganztagsangebote hatte, aber auch nicht traurig war, denn ich bin dann heimlich in den Wald gegangen, habe mir Bude gebaut und wartete darauf, bis dann meine Eltern um die Ecke kamen und sagen, oh, das ist aber gefährlich da. Und trotzdem war ich froh, dass die Bude gebaut war, die schon mal gelegentlich einstürzte. Und je weiter ich mich in den Wald vortraute, wir hatten so einen Wald in der Nähe, desto spannender und verbotener wurde das Ganze natürlich auch. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, ich finde, als Achtjähriger hat man auch Interesse daran, auch mal Abenteuerräume zu erschließen. Und ich weiß das ja selber als Vater von 5 Kindern, was so Achtjährige gerne machen. Passt dann dieser Raum für Abenteuer zu den derzeit bestehenden Raumstandards und zu den derzeit bestehenden Situationen vor Ort? Ich halte ihn für deutlich ausbauwürdig und ich würde den Fokus auch nicht nur lenken auf Achtjährige. Wenn man mal überlegt, dass sich die Ganztagsbetreuungssituation ja völlig verändert hat. Vor 20 Jahren war das eigentlich mehr die Ausnahme. Heute kann man theoretisch vom frühesten Leben an bis zum 19. Lebensjahr eine Ganztagsbetreuung erfahren. Wenn ich mal so das Leben und die Freizeit von Jugendlichen mir anschaue, dann ist schon die Sehnsucht da, auch mal außerhalb Abenteuerräume zu erschließen. Und wir haben diese Räume ja auch. Und es müssen ja auch nicht nur räumliche Angebote in den Schulen sein. Ich sag mal ein Beispiel. Wir haben momentan einen riesen Run auf die Sportanlagen um 17 Uhr. Dann kommen nämlich die Schülerinnen und Schüler aus dem Ganztag und die Berufstätigen. Und dann sind die natürlich alle total überfüllt. Warum soll man die Sportanlagen nicht auch nachmittags anderweitig nutzen können? Warum soll man nicht Freiräume nutzen können? Und warum soll man nicht auch ein doch vorhandenes hohes ehrenamtliches Potenzial noch intensiver einbinden.
weil mein großer Wunsch wäre, wenn es gelingen würde, die Ganztagsbetreuung auch insoweit etwas zu modifizieren, dass Jugendliche auch schon früh ein Gespür für Ehrenamtlichkeit kennenlernen. Können Sie sich da Initiativen seitens der Stadt oder direkt seitens des Oberbürgermeisters vorstellen, der entsprechendes Potenzial bei den Bürgern rausholen kann, dass man einfach sagt, wir sprechen jetzt bewusst als Stadt die Bürger an und sagen, Leute, wir wollen Betreuung, wir wollen Abenteuer. Wer sieht sich imstande, das zu machen? Also erstmal, hier ist eine Wespe. Erstmal ist schon so, dass ganz wichtig ist, das Thema Ehrenamtlichkeit strategisch anzugehen. Wir sind gerade dabei, eine Ehrenamtsstrategie für die Stadt zu entwerfen, um überhaupt die Frage zu klären, wie können wir noch mehr Ehrenamtlichkeit akquirieren, wie können wir auch mehr eine Anerkennungskultur schaffen für Ehrenamtlichkeit. Und dazu gehört die Frage eben auch, das ist sogar eine entscheidende Frage. Weil ich finde, die Weite des Lebens eines Jugendlichen, die soll auch erreicht werden. Und ich finde, dass wenn junge Menschen immer nur im gleichen Kreis sich bewegen, immer in der gleichen Klasse, in dem gleichen sozialen Umfeld, ist das nicht so bereichernd, als wenn man auch eine multiple Form von Eindrücken hat. Und je intensiver die Eindrücke sind, auch mal Gefahren natürlich, aber auch Freuden, desto mehr ist das auch gut für die Entwicklung, weil diese Erfahrung, die kann einem sonst niemand geben. Das kann man auch nicht durch eine pädagogische Anordnung irgendwie lernen. Das sind einfach individuelle Erfahrungen, die sind für einen jungen Menschen wichtig und die tragen letztlich auch mit dazu bei, wie er gebildet wird oder wie er sich selber bildet. Das sind schon mehrere Stichworte gewesen zum Thema Flüchtlinge, das ist dann der nächste Bereich, die ja zum einen auch in die Betreuungsangebote hereingenommen werden und auch hereingenommen werden müssen, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man auch unterschiedliche Sichten annimmt, das heißt dieses Multikulturelle, das dadurch entsteht, was durchaus positive Aspekte hat. Gleichzeitig wird natürlich bei der Zahl der Flüchtlinge, die momentan reinkommen, wo auch kein Mensch weiß, wohin das letzten Endes führen wird und mit welchen Zahlen man da umgehen muss, gleichzeitig kommt aber auch die Sorge auf, dass der Einsatz im Bereich der Flüchtlinge, Flüchtlingspolitik, Betreuung zu Einschnitten eben in anderen sozialen Bereichen führt oder zwangsläufig auch führen muss. Sehen Sie dieses Problem? Gibt es diese Gefahr real? Also man muss unterscheiden zwischen einer realen Gefahr und einer gefühlten Bedrohung. Was in Münster wir in besonderer Weise haben, ist ein unglaublich hohes Maß an Willkommenskultur, an Bereitschaft zur Unterstützung und auch an einem hohen Maß an Ehrenamtlichkeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Wahrnehmung, dass Zahlen genannt werden von Flüchtlingen, die in Notunterkünften untergebracht werden, dann ist es mal in der einen Woche 300, dann sind es 700, dann sind es wieder 1000. Also wir fahren immer nur auf Sicht und es fehlt zunächst erstmal eine Gesamtstrategie. Da ist auch die dringende Forderung an Land und Bund, auch für diese Gesamtstrategie zu sorgen, damit man mehr damit auch sicherer umgehen kann. Der zweite Punkt ist, wir alle sind uns darüber im Klaren, dass man in der Politik immer wieder auch sich dynamisch und flexibel Dingen stellen muss, die auf einen zukommen. Wir müssen jetzt in der Tat sehen, dass die Herangehensweise an Flüchtlinge eine ganz wichtige Aufgabe ist und dass wir sie vor allen Dingen nicht so betreiben dürfen, wie das vielleicht früher mal bei den sogenannten Gastarbeitern gemacht wurde, dass man die Kinder der Flüchtlinge einfach hat links liegen lassen, so nach dem Motto, die gehen sowieso irgendwann mal weg, sondern der entscheidende Auftrag, damit das auch gelingt, auch die Integration gelingt, besteht darin, den Kindern umfassende Bildungsangebote zu geben. Ich bin gestern in der Oxford-Kaserne gewesen und war erstaunt darüber, wie viel Unterschiedlichkeit dort versammelt war, dass Menschen unterschiedlicher Religionen, ob Christen oder Muslime, dort zusammen waren. Und noch spannender fand ich, wie die Kinder miteinander umgingen. Also der einzige Konfliktfeld war ein Ball, den einer dem anderen geklaut hat. Klar gibt es auch andere. Mhm. Aber ganz spannend fand ich, da waren einige, die haben so schnell die deutsche Sprache gelernt. Und es bestätigt einmal noch mal mehr, wie gut es war, an der anderen Stelle tätig zu werden. Ich war diese Woche in der Bischof-Hermann-Stiftung. Und da haben wir das Thema aber auch angesprochen. Also die soziale Herausforderung besteht allerdings auch nicht nur in der Betrachtung der Flüchtlinge. Also das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, sondern die soziale Balance lebt eben davon, dass wir durch die dringende Anforderung integrieren, tätig zu werden, auch die warmherzige Stadt zu sein, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch die vorhandenen sozialen Herausforderungen nicht links liegen zu lassen. Ich muss allerdings auch ehrlicherweise sagen, das schaffen wir nicht alleine. Denn wir bleiben momentan, was die Kosten für die Flüchtlingsbetreuung angeht, ziemlich alleine. Uns werden gerade mal 20-25% der Kosten vom Land erstattet. In anderen Bundesländern ist das anders. Und das finde ich extrem bedauerlich, weil dann möglicherweise auch die Akzeptanz sinken wird und unsere Haushalte dann auch in doch deutlich schlechtere Dinge hineingeraten. Also ich sag mal ein Beispiel.
Dieser Haushalt 2015 wäre ähnlich wie die anderen beiden, 14 und 13, einer, der ein positives Ergebnis gehabt hätte. 2014, 2013 hatten wir einen Überschuss in zweistelliger Millionenhöhe. Und wir hätten das dieses Jahr auch gehabt, wenn wir eben nicht nochmal zusätzliche Mittel aufbringen müssten für die Flüchtlinge und, ich muss ehrlicherweise zugeben, auch die Abschreibung für die Schweizer Franken, die in Höhe von 15 bis 18 Millionen auch noch anstand, die zurückzuführen ist auf Kreditaufnahmen, die in den 2000er Jahren geschehen waren. Die Parteien in Münster, die sind sich übergreifend einig, dass die Flüchtlingspolitik, die betrieben wird, dass Sie nennen es auch diese Willkommenspolitik, dass die einfach da ist, dass die Stadt Münster, dass die Bürger der Stadt offen auf die Flüchtlinge zugehen und auch offen mit diesem Thema umgehen. Auch da die Frage nach Freiwilligen, nach Ehrenamtlichen, die natürlich auch unterstützen können und betreuen können. Gibt es auch da von der Stadt entsprechende Maßnahmen, um diese Leute an diese ja auch nicht immer einfache oder konfliktfreie Arbeit heranzuführen? Ja, die gibt es, die wird unterstützt, sehr massiv sogar durch unser Sozialamt, durch entsprechende Fachkräfte, die das machen. Es gibt eine sehr heterogene Unterstützungskultur. Gestern in Gevenbeck hatte sich so eine Studentinnen- und Studentengruppe gebildet, die auch über Social Network sich organisiert hat. In Gremmendorf zum Beispiel gibt es wieder eine andere Form der Kooperation oder in Wolbeck, wo dann auch sich Kreise so zusammengefunden haben, die sonst auch im kirchlichen Bereich unterwegs waren, die sehr intensiv in der Eine Weltarbeit tätig waren. Und ich finde, oder ich sag mal so, gerade in der Eine Weltarbeit hat man ja oft immer so das Gefühl, man ist weit weg. Und auf einmal merkt man ja, diese eine Welt wird ja jetzt unmittelbar hier spürbar. Und das ist ja etwas, wo vielleicht auch eine gewisse Sehnsucht auch in diesen Kreisen zu erkennen war. Wir müssen nicht immer weit weg in das Abstrakte hinein, jetzt hier vor Ort. Da sind die Herausforderungen und da steht es auch an. Ich muss allerdings auch sagen, dass die gegenwärtige Situation insoweit etwas problematisch ist, weil wir natürlich Prüfungsverfahren haben, die extrem lange dauern. Und es gibt einige Menschen, die hierher kommen, die in der Erwartung leben, sie könnten auch länger hier leben, was aber rechtlich dann nicht möglich ist. Und wenn man denen das nicht rechtzeitig sagt, dann ist das ein Problem. Und deshalb müssen diese Verfahren meines Erachtens dringend verkürzt werden, damit wir wirklich diesen Raum haben, uns um die Menschen zu kümmern, die um ihr Leben rennen, die flüchten vor massiver existenzieller Not. Und das halte ich für extrem wichtig. Wichtig ist, dass jeder Mensch, der hier hinkommt, ein Recht auf Würde hat. Und die Stadt ist auch dazu in der Lage, jedem Menschen ein Stück Zuhause anzubieten. Nicht Heimat. Heimat ist wahrscheinlich zu schwierig. Aber Zuhause, das wäre schon wichtig. Aber trotzdem, wie gesagt, wir brauchen auch Unterstützung von Europa, von Berlin, aber eben auch von Düsseldorf. Ein Sprung zu einem anderen Thema. Das Thema Inklusion. Es geht darum, dass Kinder und auch Jugendliche unterschiedlicher Art und mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Wünschen, dass sie gemeinsam lernen. Ich stelle mal ganz pauschal die Frage, Inklusion um jeden Preis? Inklusion um jeden Preis, ja, aber es müssen die vernünftigen Maßnahmen getroffen werden. Und ich halte die Inklusionspolitik, wie sie gegenwärtig durch die Landesregierung betrieben wird, für nicht zielführend. Denn ich halte es in bestimmten Fällen durchaus für hilfreich, wenn wir die gut funktionierenden Förderschulen, die existieren, auch weiter betreiben. Ich finde es extrem bedauerlich, dass momentan so viel an Sorge entsteht und auch an Misstrauen entsteht seitens der Elternschaft, weil sie gar nicht mehr wissen, wie lange die Schulen möglicherweise noch existieren werden. Ich halte eine Kombination durchaus für sinnvoll, weil es im Sinne des Kindes, was eine Behinderung hat, manchmal gut sein kann, zumindest temporär auch separaten Unterricht zu bekommen. Wenn man die totale, in Anführungsstrichen, Inklusion will, das heißt gemeinschaftlichen Unterricht haben will, dann wird das nicht mit den gegenwärtigen Ressourcen gehen, sondern da muss man massiv zusätzliches Personal akquirieren. Und den Willen dazu erkenne ich nicht. Mein Vorschlag wäre, damit man wieder mehr Vertrauen da reinbringt, damit man mehr Sicherheit reinbringt, lass uns unsere Förderschulen weiter pflegen. Da wird hervorragende Arbeit geleistet. Die Lehrerinnen und Lehrer sind teilweise sehr frustriert. Ich habe also auch dort vor einiger Zeit Gespräche geführt mit einigen Lehrerinnen und Lehrern. Ich habe aber auch Gespräche geführt mit Lehrerinnen und Lehrern, die inklusiven Unterricht an den Grundschulen und anderen Schulen vornehmen, die auch frustriert sind, weil die natürlich sagen, wir werden mit diesen ganzen Anforderungen, die an uns gegeben werden, kommen wir gar nicht richtig klar. Das heißt, es gibt Unzufriedenheiten auf allen Ebenen und ich finde, eine Politik muss immer aus der Sicht des Kindes gemacht werden. Auch des Kindes mit einer Behinderung. Und das kommt mir manchmal so ein bisschen zu kurz, weil es doch irgendwie immer so sehr in so eine gut gemeinte, aber nicht gut gemachte
ideologische Debatte reinkommt. Mhm. Und ich finde, man muss manche Dinge evolutionär entwickeln. Und das geht mir zu schnell, weil es eben nicht an der so nicht erfolgreich ist und zu viel Unsicherheit reinbringt. Funktioniert dann Inklusion eigentlich gar nicht so technisch, also aus der Umsetzung heraus? Wie mache ich, damit Inklusion stattfinden kann? Sondern ist Inklusion damit eigentlich mehr eine innere Einstellung? Das ist genau der Punkt. Ich finde, wenn ich in Münster diese Funky Moves erlebe, das ist eine Tanztruppe, die besteht aus Menschen mit und weniger Behinderung. Also jeder von uns hat eine Behinderung, ich auch. Ich kann nicht malen richtig, also ich kann auch nicht zeichnen. Also irgendwie finde ich, dass man in dieser Tanztruppe überhaupt nicht mehr merkt, wer eigentlich wozu gehört. Sondern im Kern steht der Tanz, steht die Freude am Miteinander erleben, am Miteinander tanzen und auch am Miteinander anderen Menschen was Gutes zu tun. Und ich finde, das ist so ein wunderbares Beispiel, wie Inklusion großartig gelingen kann. Wenn ich in diese freudestrahlenden Gesichter schaue oder wenn ich mir überlege, wie schön dieser Flashmob war vor einiger Zeit auf dem Hafenplatz, dann denke ich, wow, das ist echt richtig gelebte Inklusion. Und für mich ist das überhaupt kein Thema mehr, ob das jetzt irgendwie Inklusion ist. Wir sind ja mit unseren ganzen Begriffen immer unglaublich flott, aber im Herzen sind wir nicht so flott. Ne? Wir sprechen mit Menschen mit Migrationsvorgeschichte und meinen einfach jemanden, der eben nicht aus Münster kommt. Ja? Und ich finde diese ganzen Begriffe so ätzend teilweise. Lass uns doch so umgehen, dass wir sagen, Mensch, wir sind alle Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Fähigkeiten, jeder hat seine Fähigkeiten und lass uns erstmal doch das Gesamte sehen. Und das Schönste wäre für mich, wenn wir gar keine Inklusionsprogramme mehr bräuchten, weil es einfach selbstverständlich wird, dass wir miteinander so leben. Damit bin ich schon beim nächsten Punkt, familienfreundliches Wohnen, womit ja eigentlich auch die Gesamtheit der Themen, die wir gerade besprochen haben, auch irgendwie mit integriert ist, die einfach mit eingeschlossen ist. Können Sie mir so aus dem Stegreif mehr oder weniger 5 Aspekte nennen, wo Sie sagen, das sind die Punkte, die für mich familienfreundliches Wohnen ausmachen hier in Münster? Kann ich Ihnen sagen, wir haben 1992 vor der Wahl gestanden, als unser drittes Kind 91 geboren war und wir auf 68 Quadratmeter wohnten mit 3 Kindern. Vor der Wahl gestanden, ob wir weiter in Münster wohnen, Klammer auf, was sehr teuer war, oder ob wir ins Umland ziehen, dann wäre ich jetzt kein Oberbürgermeister wahrscheinlich. Wir hatten Techte, Havixbeck im Blick. Und wir haben dann Gott sei Dank damals ein Reihenhaus erworben von Deutsches Heim, heute Wohn- und Stadtbau, in einer wunderbaren Nachbarschaft. Und das war dann und auch bezahlbar, was heißt bezahlbar, es war natürlich teuer damals für uns, aber es war dann irgendwie so, dass wir es hinkriegten. Also, erster Punkt, es muss bezahlbar sein. Zweiter Punkt, es muss eine gute Infrastruktur in der Nähe sein, Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder und sowas wie hier. Münster hat die besten Spielplätze in Deutschland. Das kann man immer wieder sagen, gut gepflegte Spielplätze, übrigens auch mit Patenschaften. Dritter Punkt, wir brauchen Freizeitmöglichkeiten, immer wieder auch grüne Flächen zwischendurch, Sportangebote. Fünfter Punkt, wir brauchen auch immer mehr familienfreundliches Wohnen in dem Sinne, dass wir mehr Generationen wohnen. Den Reichtum der Vielfalt zu erkennen und auch zu erkennen, wie schön es ist, dass es eine Menge älterer Menschen gibt, die sich auch gerade daran sehen, auch in der Nähe von Familien, von jungen Familien mit Kindern zu sein und die sich auch untereinander unterstützen können. Von Kinderbetreuung angefangen bis zu der Regelung von Gartenarbeit, das ist so ein Geben und Nehmen und das finde ich tolle Aspekte einer familienfreundlichen Stadt. Ihrer Meinung nach, ist das umsetzbar in Münster? Also kann Münster das schaffen? Wir sind dabei, ja. Wir haben natürlich auch entsprechende Ansätze, alles da. Ja. Dennoch ist es ja zum Teil so, gerade wenn man nochmal auf die Kindertagesbetreuung geht und man holt Familien hier nach Münster und sagt, wir sind familienfreundliche Stadt, wir sind lebenswerte Stadt und es gibt noch viele andere Titel, die die Stadt mittlerweile hat. Und dann wird das Kind zum Kindergarten angemeldet und dann heißt es, oh, das tut uns aber leid, wir können Ihnen leider nicht die 45 Stunden anbieten für Ihr Kind. Wir haben leider nur 25 Stunden und damit hat sich das denn mit dem Job und dem familienfreundlichen Wohnen im Prinzip auch gleich wieder erledigt. Ja. Also erstmal muss eine wichtige Strategie sein, die Tagesrandbetreuung auszubauen, weil es einfach auch, und zwar flexibel auszubauen, also auch nach Bedarfen. Hinzu kommt auch eine veränderte Struktur, die dazu führt, dass immer mehr Eltern ihre Kinder gar nicht am Wohnort in die Tagesbetreuung reingehen, sondern am Arbeitsort. Hinzu kommt auch, dass es immer mehr Firmen gibt, die sich bereit erklären, Firmenkitas zu bauen oder zumindest Kombinationskitas. Das sind Dinge, die ich für sehr wichtig halte. Aber im Kern ist es natürlich, das ist so eine Besonderheit. Wir haben in Münster in den letzten Jahren massive neue Kita-Plätze geschaffen. Wir werden bis 2020 weitere 2000 schaffen.
Wir sind da spitze in NRW, das ist zwar die objektive Wahrnehmung, subjektiv gesehen ist es natürlich so, wie Sie es gerade beschrieben haben, es gibt immer wieder auch Eltern, die frustriert sind und die dann eben einen Kita-Platz in der Nähe haben wollen und wo das dann entweder sehr langwierig ist, bis das gelingt oder eben doch in etwas weiterer Entfernung. Also ich vergleiche das immer so mit so einem 100-Meter-Lauf. Wir sind zwar vorne, aber noch nicht am Ziel. Also das sind noch viele andere, die hinter uns herrennen. Aber aus der individuellen Sicht der Eltern ist es in der Tat so, dass wir versuchen, immer auch individuelle Lösungen herzustellen. Aber ich muss das zugeben, dass wir da noch nicht so weit sind, dass wir das zur Zufriedenheit aller machen können. Muss aber das strategische Ziel sein. Da höre ich raus, dass für die Eltern die Möglichkeit bestehen könnte, sollte, am Arbeitsplatz einen Kindergartenplatz zu bekommen. Momentan geht es über den Kita-Navigator, der ja in Münster eingeführt ist, gar nicht, dass man da irgendwie Wünsche insofern eingibt, als dass die vom Wohnort entfernt sind, weil man es auch nicht begründen kann, wieso, weshalb, warum man nicht gerade direkt am Wohnort einen Kita-Platz haben möchte. Wäre das aber dann eine Aufgabe? Ich halte das für einen vernünftigen Weg. Also wir haben ja ähnliche Erfahrungen gemacht mit den Grundschulen in der Innenstadt, Martini-Schule und Egidi-Schule. Es hat mal eine Schulentwicklungsplanung gegeben vor einigen Jahren. Da wollte man die Egidi-Schule schließen. Heute boomt die ohne Ende. Aber es sind eben nicht nur die Eltern, die dort wohnen, die ihre Kinder hinbringen, sondern auch diejenigen, die dort arbeiten. Und diese Tendenz, die muss man immer weiter verfolgen. Und deshalb muss auch eine Kinderbetreuungspolitik sich auch immer den Bedarfen anpassen. Und die verändern sich. Und deshalb gilt es, da genau hinzugucken und auch an der einen oder anderen Stelle diese Veränderung mit vorzunehmen. Zum Abschluss des Gespräches, haben Sie für sich noch so einen persönlichen Bereich in der Familienpolitik, wo Sie sagen, Mensch, das ist der Punkt, der liegt mir richtig am Herzen aufgrund eigener Erfahrung oder weil es vielleicht ganz was Neues ist in Münster, was Münster noch gar nicht kennt? Also Gott sei Dank sind wir in Münster, was die Familienpolitik angeht, in vielen Bereichen so gut aufgestellt in der Strategie, dass wir oft auch Vorreiter sind für andere Städte. Aber für mich eigentlich der wichtigste Punkt, der mir am Herzen liegt und den ich auch selber mit initiiert habe, das war das große Programm Starke Kinder, das Präventionsprogramm. Ich halte das für eine der entscheidenden Herausforderungen, die wir haben, weil ich habe manchmal die Sorge, in der öffentlichen Diskussion konzentrieren wir uns zu sehr auf U3-Betreuung, Ü3-Betreuung, auf Ganztagsbetreuung. Wir sprechen aber zu wenig über die Zeit nach der Geburt eines Kindes. Minus 9 Monate. Also was können wir eigentlich tun als kommunale Gemeinschaft, dass wir die Mütter und Väter stärken, die sich vielleicht schwer tun im Umgang mit ihren Kindern, die etwas unsicher sind. Und da genau hinzugucken, wo können wir da passgenau Unterstützung geben, damit wirklich jedes Kind auch teilhaben kann. Dazu gehören natürlich auch solche Programme, kein Abschluss ohne Anschluss. Dazu gehören Landesprogramme, die später hinzukamen. Die große Präventionsarbeit und das große Präventionsnetzwerk, was wir auch in 2 Präventionskonferenzen initiiert haben, ist für mich die entscheidende und wichtigste Aufgabe, auch die ich selber initiiert habe, von der ich auch guter Dinge bin, dass in der Weiterentwicklung dieser Präventionsarbeit eine Menge dazu geleistet wird, dass wirklich kein Kind zurückbleibt und wir auch eine Chance haben, auch die Eltern daran zu stärken. Es gibt da so viele Beispiele, ob das zur Start ist, also diese Arbeit vom Anna-Krückmann-Haus und Haus der Familie oder die Familienhebamme, die eben nicht nur medizinisch arbeitet, sondern eben gerade auch mit zur Stärkung der Mütter und Väter beiträgt, die mehrere Sprachen sprechen und auch die Betreuung aus dem Gesundheitsamt. Also diese Vielzahl an Networkern, die zusammenzubringen im Sinne des Kindes, aus dem Kind heraus betrachten, das war mein Herzensanliegen und ist es auch. Einen großen Schritt für die Kinder hier in Münster können wir jetzt schon tun, glaube ich. Wir geben den Spielplatz hier frei für die Kinder. Ja, und ich bin Opa geworden vor 1,5 Jahren und werde im Oktober nochmal Opa. Also von daher kann ich bei null wieder anfangen mit der ganzen Windelwechselei und den Kram. Das will ich verhindern. Also räumen wir jetzt hier das Feld. Ja, alles klar. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank. Wünsche für die Wahl weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Ja. Und dann sehen wir uns vielleicht auf dem Sofa demnächst mal wieder auf dem Sofa. Und dann lassen wir das Ganze hier Revue passieren und gucken, was wir davon umsetzen konnten, was an Umsetzungsschritten erklärt wurde. Herzlichen Dank auch für Ihren Einsatz. Ne? Dankeschön.